Den nächsten Redner muss ich nicht groß vorstellen. Er ist unser Chef. Er hat das Zustandekommen der Blauen Allianz aus FPÖ und AfD unbeirrt vorangetrieben. Nicht nur gegen äußere Widerstände, sondern auch gegenüber inneren Widerständen in der AfD. Wofür ich ihm sehr dankbar bin. Jetzt kommt Lieb in die Bude. Sehr gut. Er ist völlig übernächtigt zu uns gekommen, um uns nicht im Stich zu lassen. Er kommt direkt von einem Gipfeltreffen mit Heinz-Christian Strache, dem Vorsitzenden der FPÖ. Als Flüchtlingskind, das möchte ich noch sagen, hat er gezeigt, wie Integration funktioniert, weil er sich integrieren wollte. Integration ist die Bringschuld der Kommenden und nicht die Hohlschuld der Hierseienden. Und hiermit möchte ich herzlich begrüßen unseren Vorzeige-Einwanderer aus Bemmen, Lieblingsbeute Bayern, Landesvorsitzenden Bayern, Petre Bistron! Ja, liebe Freunde, liebe Deggendorfer, vor allem liebe Katrin, ich bin heute Nacht um 4 Uhr aus Wien gekommen, weil ich von den Vorkommnissen gehört habe, die sich hier abgespielt haben. Und normalerweise begrüße ich alle Teilnehmer bei solchen Veranstaltungen. Ich begrüße auch die von der Antifa. Und bei unserem Parteitag in Stuttgart, als sich die Antifa in großer Stärke angekündigt hatte und die Stuttgarter Polizei die Wasserwerfer aufgefahren hat, da habe ich sogar gesagt, gut, dann verteilen wir so kleine Shampoo-Päckchen, dass die Jungs nicht nur nass, sondern auch mal sauber werden. Aber heute möchte ich diese, ja, ich hätte jetzt fast gesagt dreckige Bande, aber ich will nicht auf das Niveau der SPD runterrutschen. Wer hat nicht? Hände hoch! Okay. Heute werde ich die nicht begrüßen, denn diese Menschen verdienen das nicht, von uns begrüßt zu werden. Leute, die Anschläge auf uns machen, die unsere Häuser beschmieren oder anzünden wollen, die Mütter mit 4 Kindern angreifen, die sind es nicht wert. Aber ich habe ein Zitat von einem Kollegen von diesen Leuten. Und zwar ist das ein Kommunist, ein italienischer Kommunist, Ignazio Silone. Und der hat schon in den 30er Jahren gesagt, wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Und ihr Antifa, ihr seid die Faschisten von heute. Und liebe Freunde, das hier ist kein gewöhnlicher Wahlkampf mehr. Hier und heute muss sich jeder entscheiden, wo er steht. Steht er unter dem Deckmantel der bunten Bündnisse zusammen mit den Kommunisten, mit den Gewerkschaftlern, mit den Grünen, mit den SPD-Lern da hinten bei der Antifa, oder steht er mit dem Volk hier vorne bei uns? Und liebe Freunde, das gestern in Wien, das war nicht nur ein Treffen mit Hans-Christian Strache. Ich war bei einem Kongress mehrerer patriotischer Parteien in Wien. Da war neben Hans-Christian Strache auch Herr Dr. Gauland von der AfD. Es war auch die Vorsitzende des Front National, Marie Le Pen, und 7 andere Führer
anderer europäischen Parteien. Und wir alle sind uns einig, dass wir mitnichten Feinde von Europa sind, wie uns das immer unterstellt wird von unseren politischen Gegnern. Das Gegenteil ist wahr. Diese Eurokraten, diese Sozialisten, die das Europa der Gleichmacherei anstreben, das sind die wahren Feinde von Europa. Wir wollen ein Europa souveräner Staaten. Wir wollen uns in Auge begegnen, in gegenseitigem Respekt und in Liebe zu unserer Heimat und zu Europa. Wir sind die wahren Europa-Freunde. Und wissen Sie, ein Kollege aus Belgien hat berichtet über die Zustände in Belgien und er hat eine sozialistische Regierung in Brüssel. Und ähnlich wie die SPD bei uns, auch die belgischen Sozialisten begrüßen die Islamisierung Europas, heißen die Migranten hier willkommen. Und dann haben sie die Zustände in Brüssel, die sie haben mit den ganzen Anschlägen, mit den islamistischen Terroristen dort. Und da hat der Kollege von uns gesagt, der belgische Kollege hat gesagt, wir wollen euren Islamsozialismus nicht in Europa haben. Ja, Herr Betzler von der Antifa, machen Sie gerne Ihre Fotos, aber Sie haben doch schon so viele von mir. Aber das ist der Herr Betzler, wird aus dem städtischen Geld von der SPD, von der CSU bezahlt, über einen Tarnverein, der nennt sich AIDA. Und seine einzige Beschäftigung ist, uns zu fotografieren, uns ins Internet zu stellen und uns zu denunzieren. Uns, die Bürger Deutschlands. Liebe Freunde, lassen Sie Herrn Bissler hier. Er beschwert sich dann sonst, dass wir Journalisten von unseren Veranstaltungen verjagen. Liebe Freunde, es wird von der Politik, gerade von unseren politischen Gegnern gesagt, die Bürger dieses Landes, wir hätten Angst. Und ich denke, das ist Absicht. Denn das ist die nächste Lüge. Hier stehen die Bürger, die Mut haben, die den Mut haben, sich zu unserer Heimat zu bekennen. Die Mut haben, ich bin heute mit meiner Frau und mit meinen Kindern gekommen. Und meine liebe Frau, liebe Anna, lieber Peter, ich will euch was versprechen. Und liebe Katrin, das ist auch ein Versprechen an dich und an deine Kinder. Und es ist ein Versprechen an euch alle Frauen und Töchter, die ihr hier seid. Wir haben keine Angst. Wir werden wie unsere Vorfahren 1683 vor Wien dastehen und Europa verteidigen. Wir werden wie die alten Spartaner kämpfen und keinen Schritt zurück weichen. Denn das ist unsere Heimat. Wir sind die AfD! Dankeschön. Ja, gib mir noch mal einen Blick, komm. Von meinem Kopf. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Europa am Bosporus endet und die Türkei nie in die Europäische Union aufgenommen werden darf.
Ich bedanke mich sehr bei unserem Landesvorsitzenden, dass er um 4 Uhr ins Auto gestiegen ist und völlig übernächtig zu uns gekommen ist. Danke, lieber Peter. Applaus